Hallo und guten Morgen hier bei SSPN. Salesports Network berichtet von der ersten Nacht des Isolation Round Palacruja 2020. Und was soll ich Ihnen sagen? Die erste Nacht war vor allem ein Charaktertest für die Teilnehmer. Ein riesiges Flautenloch über der mittleren Adria hat größeren Raumgewinn verhindert. Wir schauen uns das noch im Detail an. Als erstes schalten wir auch zur Flotte, um Detailgewicht zu sehen. Ben, du treibst auf eine Insel zu. Nein, mach ich gar nicht. Ben, machst du doch. Tu irgendwas, sonst sind wir auf der Insel. Was soll ich denn überhaupt machen? Was stellst du vor? Sag Luki, könntest du nicht bitte zumindest versuchen, schneller zu stehen als die anderen? Jo, kennt er die. Wennst mal sagen würdest, wie es dann solltet. Nach den Live-Berichten von den Schiffen, nun zurück ins Studio und zur taktischen Situation. Die Analyse. Die Flotte nach der Flaute zersplittet von Velirat über Vela Sestrica bis runter Blitvenica, Dugi Otto bis Kornak zersplittet. Jeder sucht seine Position. Der Wetterbericht sagt einen ordentlichen Jugo oder vielleicht auch einen Bora. Auf jeden Fall Wind wird kommen. Split Radio sagt: Please be patient, Wind will come. Wir sind patient, wir gehen zu den Zuschauerreaktionen. Heinz R. aus K. schreibt uns, das Tracking geht schon wieder einmal nicht, kann man da bitte was machen? Heinz, ich glaube, du schreibst uns das jetzt jedes Jahr. Kann sein, dass es vielleicht auch an dir liegt? Benjamin H. schreibt in der Beziehung auf unser Intro, in welcher Regel steht, dass das gezeigte Wasser um die Spirit of Palacruja Trophy auch wirklich schiffbares Wasser sein soll? Ben, das ist eine Live-Berichterstattung und kein Regelkundekurs. Wenn du Regelkundekurse brauchst, rufst bitte den Blondl an. Christian K. aus Gottingbrunn schreibt in Antwort an den lieben Heinz R., das Tracking funktioniert ausgezeichnet. Heinz, vielleicht solltest du deinen Computer mal neu starten. Soweit zur Live-Berichterstattung am Dienstagmorgen. Wir sehen uns heute am Abend mit der Action des gesamten Dienstags. Stay with us.